Hallo Freunde der Balisong Trainer. Ich möchte euch heute wieder einen neuen Balisong Trainer vorstellen. Grüße gehen raus an alle, die bisher dazugekommen sind. Die 100 Abonnenten sind nicht mehr weit. Demnächst kommt dann auch ein Special, wenn sie. Yo, ich habe gerade gesehen, die 100 sind jetzt inzwischen voll. Das heißt, ich werde dann nachher noch das Video drehen, das Abo-Special, und das wird dann morgen online sein. Seid gespannt, ich verrate wie immer nichts. Voll sind. Und schauen wir mal, was ich bekommen habe. Es ist ein niegelnagelneuer Trainer. So sieht er aus. Aber gucken wir noch mal kurz auf die Hülle hier. Also wir haben hier eine Nylon-Tasche, die von der Qualität her jetzt nicht ganz so gut ist. Es sind schon ein paar Löcher drin. Es könnte aber auch an den Spitzen hier am Trainer liegen. Ja, es ist immer das Gleiche. Naja, also wir haben hier wieder eine Gürtelschnalle dran. Hier wieder für diesmal nicht ganz so große Gürtel. Ja, aber naja, wie oft trägt man schon einen Balisong-Trainer mit sich rum? Also ich mache sowas jetzt nicht, und wenn, dann habe ich nur eine Hosentasche. Kommen wir mal zum Trainer an sich. So sieht er aus. Er trägt den schlichten Namen Schwarze Witwe. Was mir persönlich gefällt, es gibt ja nicht viele Trainer, die gut sind. Mehr oder weniger gut. Also für 20 Euro habe ich ihn jetzt hier bekommen. Der hat eine Channel Construction, was ziemlich selten ist halt bei Balisong Trainern. Vor allem auf Amazon gibt es ja nicht so viele. Ich habe ja jetzt hier noch den von der Andux hier noch rumliegen. Den hier. Ja, und der hat auch schon ein bisschen gelitten. Ja. Aber egal. Schauen wir mal, wie gut der sich schlägt. Machen wir mal auf. Und ja. Das hier ist der. Er hat hier wieder einen schönen Fade-Look. Wie eins meiner anderen Bodysong-Trainer, die ich hier rumliegen habe bei mir im Zimmer. Dann haben wir hier eine schöne Verzierungen am Griff. Wir haben hier nämlich Spinnnetze und eine schwarze Witwe, die sich auf der Beithändel rumklettert. Das ist echt schön. Das ist dann halt, kann man dann, muss man hier kein Klebeband dran machen, aber weiß man dann, ah, hier ist eine Spinne dran, das hier ist die Beithändel und das hier ist dann die Safehändel. Ja. Dann haben wir hier eine schöne, sehr schöne große schwarze Witwe auf der, naja. Wie soll man es nennen? Keine Ahnung. Auf dem Schild von dem Balisong, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja. Aber wir haben eine Double Tank Pin Construction und das Teil ist vernietet. Ja. Dann möchte ich mal. Ja. Das Ledge hält jetzt irgendwie nicht so gut. Muss man ganz leicht drücken, dann geht das schon auf. Könnte man noch einen Gummiring zwischen reinmachen. Ja. So. Es wiegt so ungefähr 126 Gramm. Dann gucken wir mal wieder auf die Maße, wie wir es ja sonst auch immer machen. Wir haben eine Klingenlänge von 8,5 cm hier. Dann im geschlossenen Zustand eine Länge von 13,5 cm. Und im offenen Zustand brauche ich wieder das längere Lineal. Ich sollte mir angewöhnen, das direkt dann zu nehmen. Haben wir eine Länge von 22,89 cm. Okay. So. Ist das auch ausbalanciert? Ja. Das liegt wahrscheinlich dann halt auch hier vorne. Das Gewicht hauptsächlich. Also. Ja, es ist gut ausbalanciert, so zwischen Griff und Klinge. Auch schön. Ja. Das Material, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was es ist. Es steht jetzt nicht dabei. Ich gehe mal wieder aus von 44er C-Stahl. Falls ich falsch liege, dann werde ich es noch nachträglich reinschneiden. Und die Klinge spiegelt ganz doll. Sieht man die Kamera.
Und ja. Schön. Dann der Griff besteht, und hier der Schild hier vorne besteht bestimmt aus Messing. Ja, also es fühlt sich halt an wie Messing, und es sieht jetzt halt auch nicht irgendwie anodisiert aus oder eloxiert. Also ich gehe mal davon aus, dass es Messing ist. Aber naja, da kann man ja nachher nochmal auf der Amazon-Seite nachlesen. So, was könnte man denn jetzt noch dazu sagen? Also vermutlich, dass halt ein Trainer ist, das sieht man ja, es wäre auch sonst nicht bei mir angekommen. Ja, und da ist gerade kurz die Aufnahme abgekackt. Ja, also wir haben hier eine mehr oder weniger Dolchform bei der Klinge. Also sie ist halt symmetrisch. Auf beiden Seiten halt gleich. Man könnte es ja. Ja, und das war dann dieser Moment, wo dann die Kamera komplett leer war, also die Batterien leer waren. Und ja, dann habe ich halt noch ein bisschen erzählt, wie schön ich das finde, das Balisong. Dann habe ich gesagt, dass ich jetzt rausgehe und ein paar Bilder dafür machen werde, die ich hier gerade einblende. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen erzählt, dass ich es schön finde, dass es so schlank ist und man es als sehr bequem in der Hand halten kann. Dann habe ich noch aufgezählt, was mich daran stört, und zwar halt die Vernietung und halt die ganzen Kanten und scharfen Ecken hier von dem Spinnnetzen an den Handles und von dem Schild in der Mitte. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon, was ich dazu gesagt habe. Morgen kommt dann das Abo-Special, nicht vergessen. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.